Jo, liebe Freunde, da bin ich wieder mal live aus Münchenstein. Habe ein neues Stativ gekauft. Professionelles Stativ, es macht viel mehr Spass, wenn man da in die Kamera reinschwätzt. Und man weiß, unter der Kamera ist ein gutes Stativ. Das sieht auch professionell aus. Es ist Minolta, ich habe es gekauft vom Flohmarkt für 10 Stutz. Das ist zwar nicht so interessant, das ist nicht so wichtig. Interessanter ist eigentlich, was so läuft auf dieser Welt. Da merkt ihr vielleicht, es wird eigentlich immer schlimmer. Es wird nicht besser, es wird immer schlimmer. Die Impfung wirkt tatsächlich. Die Leute gegen Herzinfarkt. Jetzt ist auch Lise-Marie Presley, Tochter von Elvis, ist jetzt auch gestorben, Herzinfarkt. Das ist nur Zufall, das hat nichts zu tun mit der Impfung, das ist ganz klar. Ich würde das nie behaupten, dass etwas zu tun mit der Impfung. Sie ist einfach noch relativ sehr jung, aber ja, es kommt jetzt darauf an, was hat so läuft in nächster Zeit, wie viele Prominente werden an einem Herzinfarkt sterben. Also das ist das, was interessant wird werden. Und dann wird man natürlich sagen, ja, Covid-19 ist natürlich der Virus, ist schon sehr, der macht eben auch Herzinfarkt. Das ist nicht die Impfung, das ist immer noch der Virus. Es ist nie die Impfung. Und die Leute, die gestorben sind, gerade kurz nach der Impfung, es ist nie die Impfung, es ist immer etwas anderes, oder? Ja. Es wird spannend, es ist ein spannendes 2023. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich gut angefangen habe. Ich mache einfach das Beste draus. Oder? Ich mache einfach immer das Beste, was ich kann. Und dort habe ich doch einen relativ erfolgreichen Tag gehabt. Ich habe mir etwas Gutes gekocht, was mir sehr geschmeckt hat. Ich habe meine Kabel umgesteckt hier im Studio. Und jetzt höre ich gerade den Brummton, den ich eigentlich gar nicht gerne höre. Und Brummton heisst immer, es ist nicht ganz perfekt. Ich habe es eigentlich gern perfekt in meinem Leben. Ja, es ist eigentlich ja, ein paar Sachen auszusetzen in meinem Leben. Mein Velo zum Beispiel, da fehlen etwa 6 Speicher, habe ich gekauft auf dem Flohmarkt. Das war ein scheiß Velo. 6 Speicher. Ein Speicher nach dem anderen knallt es durch. Das Rad selber kostet etwa, wenn man es neu will kaufen, 300 Franken. Das Velo selber hat 180 gekostet. Ich habe es schon zweimal in Reparatur gegeben, gespeichert. Das hat mich schon etwa zweimal 80 Franken gekostet. Macht 160 und 180. Also kauft kein Velo auf dem Flohmarkt. Sie verarschen uns. Und das sind vor allem unsere jugoslawischen Freunde, die uns verarschen, dürfen das zwar nicht sagen, das ist rassistisch, aber das sind nicht Schweizer, die Velo auf dem Flohmarkt verkaufen. Es gibt genau zwei, die das verkaufen. Und die verkaufen einfach Scheissdreck, auf Deutsch gesagt. Oder? Bei beiden bin ich jetzt grausam reingegangen. Wenn ich mir ein neues Velo gekauft hätte, dann wäre ich jetzt gut dran. Ich habe mir zwei Flohmarkt-Velo gekauft und habe nur Schereien, nur Scheissdreck. Also wir werden von unseren lieben Leute, die hier vom Ausland in die Schweiz kommen, werden mir verarscht. Das ist jetzt einfach meine persönliche Erfahrung, die ich hier einfach gerade so locker vom Hocker möchte mitteilen. Ja, was ist sonst noch so passiert? Der Richter, der mich für 2 Jahre ins Gefängnis sperren, der ist jetzt doch noch wegen Befangenheit. Wie soll ich sagen, ja, er ist als befangen erklärt worden vom Appellationsgericht. Das ist doch schon mal schön. Das ist ein Richter, ich nenne seinen Namen nicht, sonst habe ich wieder tausende von Verleumdungsstrafanzeigen am Hals. Ich darf seinen Namen nicht nennen, aber der Mensch hat mich wieder 2 Jahre ins Gefängnis bringen und ist jetzt aber in Pension und hat einfach in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren einfach gemacht, was er hätte wollen, oder? Und eigentlich müsste man den Fall untersuchen und den Menschen ins Gefängnis bringen, aber das macht es niemand, weil das ist ein Filz. Es ist einfach ein kolossaler Machtfilz, der sich gegenseitig unterstützt. Und die machen nie Fehler, oder? Der ganze Covid-Scheiß, der wird jetzt so ausgefochten, dass jeder, der keine Maske angezogen hat oder den Abstand nicht eingehalten hat, der wird jetzt einfach biest werden, massiv, das geht bis zu 3'000 Franken beim Bundesgericht und so weiter, also kranke Scheiße. Man merkt, das ist eine totalitäre Schweiz, das hat nichts mehr zu tun mit einem Rechtsstaat, das Recht wird total
pervertiert. Ich kann es nicht anders sagen. Es wird pervertiert. Unsere Menschenrechte gelten nicht mehr. Das Covid-Gesetz gilt immer noch. Ja, das gilt immer noch. Bis nächstes Jahr gilt es immer noch. Bis im Sommer nächstes Jahr gilt das Covid-Gesetz noch. Also wenn der Bundesrat irgendetwas wollen, da, noch schaukeln, dann können sie das jederzeit machen, weil das Gesetz, das steht immer noch. Und da müssen wir das Referendum unterschreiben. Das Referendum, das jetzt kommt, gegen das Covid-19-Gesetz. Wir haben bereits schon zweimal die Möglichkeit gehabt, da etwas dafür zu machen, nämlich das Gesetz abzulehnen. Ich habe es jedes Mal abgelehnt, am Anfang sogar noch Unterschriften gesammelt. Das hat alles nicht genützt. 70% der Leute haben das Covid-Gesetz toll gefunden. Und unterdessen, ja, da sind die Geimpften, die das toll gefunden haben, oder? Das sind vor allem die Geimpften gewesen. Die Geimpften werden jetzt langsam krank, sie merken, sie fühlen sich nicht mehr so gut, sie kriegen Herzinfarkt und sie kriegen Krebs und so weiter. Also Gratulation immer noch an alle Ungeimpften. Es ist wirklich, das sind starke Leute, die sich nicht haben ins Boxhorn jagen lassen von diesen, sagen wir eben mal, kriminellen Beamten und Behörden, die überhaupt haben können widerstehen und sagen, ja gut, wenn ich halt dann eine Impfung muss machen oder eben so einen Test, dann bleibe ich lieber daheim. Das ist eine starke Sache und ich habe es auch so gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich nicht impfen lassen, bin daheim geblieben und habe ein paar Songs geschrieben. Und die Songs kann man im Internet kann man die anschauen. Und das ist eigentlich eine Zeitgeschichte. Man könnte es so sagen, es ist Zeitgeschichte. Ich habe wirklich Songs geschrieben zu dem ganzen Corona-Faschismus, wo mich dermaßen aufgeregt hat. Man durfte nicht mehr dürfen am Rhein Schach spielen, ohne dass die Polizei vorbeikommen ist. Man durfte nicht mehr dürfen einkaufen im Konsum, ohne dass die Polizei vorbeikommen ist. Kranke Scheiße. Und ich muss sagen, Shame für alle die sollen sich schämen, alle die da mitgemacht haben bei dem Corona-Faschismus, die ganz gottverdammten Corona-Nazis, die sollen sich alle schämen. Ich nenne jetzt keine Namen, dann habe ich wieder Verleumdungsklagen am Hals, das brauche ich nicht, oder? Das habe ich jetzt die letzten 16 Jahre habe ich Verleumdungsklagen am Hals gehabt, vor allem denen, die mich piesackt haben, ich nenne keine Namen. Man findet das alles im Internet, man kann das alles nachschauen. Ja, jetzt habe ich mir ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, das ist wie eine Psychotherapie, oder? Die sind der Psychiater, die hören mich an und die sagen dann vielleicht, aha, aber die sagen nicht, ja, jetzt ist die Zeit um, wir kommen nächste Woche wieder um die gleiche Zeit, ja. Und 250 Franken bitte, das macht ihr nicht, die hören einfach zu und das finde ich toll. Also ich finde euch immer noch besser als jeder Psychiater hier in der Stadt Basel oder hier im Kanton Basel-Land, muss ich ganz ehrlich sagen. Die mir zuhören, das sind meine Freunde. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht hören sie noch zu mir noch zu Piesacken, das weiß ich auch nicht. Aber ich rede jetzt einfach hier locker vom Hocker, von der Leber. Und ja, die zu beobachten, schauen, wie viele Leute am Herzinfarkt sterben. Ja, Liz Marie Presley, schöne Frau, Ex-Frau von Michael Jackson, Tochter von Elvis Presley. Ich weiß noch genau, wo die zwei ein paar waren. Und ich dachte, ups, das ist eine tolle, interessante Sache, aber es hat nicht lange gehabt, oder? Der King of Pop und der King of Rock'n'Roll, seine Tochter, das hat sicher etwas Glatz gegeben, aber die Tochter von der Liz Marie Presley hat, oh nein, nicht die Tochter, sondern der Sohn von ihr hat sich auch bereits schon umgebracht, hat seine Maus gehalten auf dieser Welt. Und es ist schwierig auf dieser Welt, es wird nicht besser, oder? Also die WHO will uns, also die Weltgesundheitsorganisation will uns sagen, wenn wir gesund sind und wenn nicht. Also wenn die gesund sind und die haben das Gefühl, die sind gesund, dann sind die nicht gesund. Erst wenn es die WHO sagt, die sind erst gesund, wenn die Impfungen nehmen. Also ganz viel reinspritzen, das ist ganz wichtig. Also nach der WHO von mir aus sehen nicht. Weil der Mensch ist ein selbstheiliges Apparat. Da heilt sich selber der Mensch.
Oder wenn ihr irgendetwas habt, dann der Mensch tut sich den Immunsystem und er wehrt sich gegen das. Oder wenn ihr wieder Corona habt, ein Schnüppeli habt, einen Husten habt, nehmt nicht die Impfung. Das ist das Falsche, weil die Impfung macht das Gegenteil. Das ist übrigens immer das Gegenteil der Fall, wo uns Beamten, also wenn wir uns Beamten etwas sagen, Beamten und Behörden, wenn sie uns etwas sagen, oder auch vielleicht wenn die vierte Gewalt, nicht? Die vierte Gewalt, Tagesschau zum Beispiel, oder der Blick, oder die Basler Zeitung, wenn die uns etwas erzählen, glauben sie einfach nicht. Glauben sie nicht, es ist einfach Scheiße. Es ist eigentlich immer Scheiße, was sie rauslösen. Es ist immer Propaganda. Und es ist immer Propaganda für das System. Und das System ist unterdessen total satanisch. Ja, es ist alles satanisch. Der Bundesrat ist satanisch. Ich nenne keine Namen vom Bundesrat. Aber das Parlament ist zum grossen Teil satanisch. Der Ständerat zum ganz grossen Teil. Im Nationalrat hat es noch ein paar SVP-Leute, die nicht satanisch sind. Die wählen, wählen mehr SVP-Leute. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Aber SVP wählen, sonst wird es nicht besser. SP, das sind die Schlimmsten, wählen nie SP. Die von der SP, die sind verantwortlich dafür, dass ich heute nicht mehr Lehrer bin. Es hat ihnen nicht gepasst, so wie ich unterrichtet habe. Ich habe Musicals geschrieben für die Kinder haben Freude gehabt. An den Musicals ist es um interessante Aspekte gegangen. Die SPler haben das gar nicht gern gehabt. Die haben sich verschworen gegen mich und haben mich rausgekickt aus dem Basler Schulsystem. Muss ich einfach mal so sagen, ich nehme keine Namen, weil sonst habe ich wieder Verleumdungsklage am Hals. Da habe ich die Schnauze voll davon. Eben, wie gesagt, 16 Jahre kämpfe jetzt gegen den Scheissdreck. Ich habe immer nur meine Meinung gesagt und wenn man seine Meinung sagt in einem SP-Staat, ist das Verleumdung. Das müsst ihr euch merken. Oder? Basel-Stadt ist ein SP-Staat oder die Grünen haben das auch dick aufgeholt. Die Grünen erzählen den Scheissdreck vom Klimawandel, der menschgemachte Klimawandel und ja, den gibt es so nicht. Es kommt immer darauf an, wie fest das die Sonne scheint. Und das CO2 ist eigentlich ein Gas fürs Leben, nämlich eben, wie gesagt, ich sage das immer wieder, aber es hört mir ja keiner zu. Das CO2 ist das Gas des Lebens. Alle Pflanzen brauchen CO2, das sie umwandeln in Sauerstoff. Und wir brauchen den Sauerstoff. Also wenn wir jetzt schrübeln am CO2, und ich sage es immer wieder, wir haben viel zu wenig CO2, aber es wird uns jeden Tag von der Tagesschau erzählt, mega. Zu viel CO2. Also auch dort wird einfach gelogen. Das andere, wo gelogen wird die ganze Zeit, ist der ganze Gender-Wahn. Es ist ein Wahn. Es hat nichts zu tun mit der Realität. Es ist auch politisch gemacht. Oder? Es gibt genau zwei Geschlechter. Es gibt einen Mann und es gibt eine Frau. Also es gibt Männer und Frauen. Mehr gibt es nicht. Oder? Ihr könnt selber herausfinden, was das sind. Lasst euch untersuchen, wenn ihr eine Gebärmutter habt, dann sind ihr eine Frau. Wenn ihr keine Gebärmutter habt, sind ihr ein Mann. Es ist so einfach ist es. Aber politisch will man das ausschlachten. Man will, und man fängt das schon an in der Schule, man sagt, ja, yeah, die dürfen auswählen, was die wollen sein, liebe Kinder. Die dürfen Frauen sein, die dürfen Männer sein, was die wollen. Die können Operationen machen. Und dann kommt das ins Spiel. Das Money. Es geht immer alles nur um Macht und Geld. Oder? Dann kann man Geschlechteroperationen kann man dann verkaufen. Das ist ein Business. Das ist alles ein Business. Das Justizbusiness ist auch ein Business. Man tut einfach jemanden anklagen. Man sagt, er hat das und das gemacht. Und dann tut man ihn so lange fertig machen und am Schluss verurteilen, dass er nur Verfahrenskosten zahlen muss, wie man das bei mir gemacht hat. Ich habe nie etwas Böses gemacht. Ich habe immer nur meine Meinung gesagt. Und meine Meinung ist jetzt eine planmäßige Verleumdung. Oder? Sagen sie. Die Kriminellen sagen das. Ich nenne jetzt keine Namen, sonst habe ich wieder Verleumdungsklage am Hals. Aber ich habe immer nur die Worte gesagt. Und das, was ich hier sage, kann man. Das ist immer meine Meinung. Und meine Meinung ist eigentlich Wort, kann ich ruhig sagen. Wenn ich mal nicht Wort sage, dann würde ich mich grausam entschuldigen über die Leute. Wenn ich Scheiße erzähle und ich merke, das ist Scheiße, dann würde ich mich wirklich entschuldigen. Dann bin ich der Erste, der nicht mehr zu Nacht schlafen kann und sich entschuldigen tut. Aber ich weiß es ganz genau. Ich habe immer die Worte gesagt in meinem Leben, weil ja, es ist
wenn man bei der Wahrheit bleibt, ist man auch bei Gott, ist man auch bei Jesus, weil Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit, das ewige Leben. Und das ist mir ganz wichtig, muss ich auch sagen. Und die, die ich an Jesus glaube, das ist mir völlig wurscht. Für mich ist einfach Jesus der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Ja. Glaube, was ihr wollt. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Tschüss, Bernd. Bis dann.